gewisse Philosophie vertreten und auch mal Dinge zur Sprache bringen, die normal in der Bundesliga überhaupt nicht thematisiert werden. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn jemand sich so verhält, wie er es für richtig hält, und er ist anders als der Normale, dann wird er entweder als Gefahr erkannt oder man guckt und sagt, hoi, dann wäre er vielleicht Trendsetter in irgendeiner Form. Es ist im Endeffekt ein Kunstgewerbe, was wir betreiben. Und genau deshalb soll es einfach nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, in der Bundesliga sind alle so voller Angst. Jeder Spieler hat Angst, dass ihm irgendwas genommen wird. Und Trainer klammern sich an Trainerstühle. Alle wollen so ganz verzweifelt diesen Erfolg. Wenn er das bewusst macht, dann wird er ja auch mit den, wenn es denn welche gibt, Konsequenzen leben müssen. Zidane ist auch kein großer Zweikämpfer nach hinten hin. Das braucht mir keiner erzählen. Wenn ich da noch erfolgreich gewesen wäre mit, dann wäre ich ja wahrscheinlich ein total unausstehlicher Typ. Bei mir ist es ja einfach nur dieser Schmerz, diese extrem fiese Zeit, die mich einfach so verwundbar gemacht hat.